Hallo, liebe Kids, willkommen bei einer neuen Ausgabe von K4K, Kunst for Kids. Und ich zeige euch ein kleines Foto am Anfang, was ich vor kurzem in der Spielzeugabteilung eines Supermarktes gemacht habe. Und da sind solche fantastischen Mischwesen von Tieren drauf. Die kennt ihr sicher aus Science-Fiction-Filmen, die habt ihr vielleicht in Comics oder irgendwo schon mal gesehen. Aber diese Vögel sind keine Erfindung unserer Zeit, sondern die gibt es ganz lange schon. Und ein besonderer Vogel, der wohl auch hier dargestellt ist, ist der Greif. Mischwesen bedeutet, er hat einen Kopf von einem Raubvogel, er hat einen ganz mächtigen Schnabel, spitze Ohren, er hat Flügel, sein Körper ist häufig ein Löwenkörper, er hat manchmal einen Schlangenkopf, hat Vogelfüße mit Krallen. Er hat einen Schwanz von einem Skorpion und so weiter und so fort. Und solche Darstellungen von diesen Mischwesen, von diesen fantastischen Tieren, die gibt es schon ganz lange. Man nennt sie Greifenvögel und da seht ihr wieder genau dasselbe. Der Hinterteil ist eine Schlange und da kommt aus dem Kopf noch Feuer raus. Und da seht ihr wieder diese Flügel und da gibt es ganz, ganz viele Darstellungen davon. Und diese Vögel tauchen auch in Fabeln, in Märchen, zum Beispiel bei den Gebrüder Grimm auf. Und es gibt ganz viele Darstellungen davon. Das ist ein Holzschnitt, also ein Druck, der später dann mit Hand koloriert wurde. Da seht ihr nochmal ein anderes Beispiel, wo dann der Löwenkörper da ist, wieder dieser spitze Vogelkopf mit dem Schnabel und den Flügeln. Und ein weiteres Beispiel zeigt einen ganz, ganz schrecklichen, ja. Der hat dann so eine spitze, wie ein Pfeil aussehende Zunge. Wiederum der Schlangenkörper, die ganz gefährlichen Füße. Und da ist sogar noch ein Kopf am Hinterteil dran, der auch mit so einer spitzen Zunge versehen ist. Also Greifenvögel, fantastische Tiere, die aus den Comics kennt, die ihr aus euren eigenen Bilderwäldern kennt, das wäre doch mal ein Thema für euch, dass ihr selbst mal so ein fantastisches Mischwesen mit den verschiedensten Teilen von anderen Tieren entwerft und zeichnet. Also versucht's mal und viel Spaß dabei.